Vor dem Klang steht das Holz. Sei es Zeder oder Buchsbaum, trocken gelagert warten edle Hölzer im Keller auf die Verarbeitung. Je nach Modell kann das mehrere Monate in Anspruch nehmen. Hingabe und Präzision stehen für Martin Wenner an erster Stelle. Wir bauen deswegen die Instrumente aus Holz und nach historischen Vorbildern, weil wir glauben, dass das für die Musik aus dieser Zeit das richtige Instrumentarium ist. Das heißt, die Musik von Johann Sebastian Bach oder von Händel klingt auf dem Instrumentarium der damaligen Zeit anders und in unseren Augen besser als auf einem modernen Instrument. Bis zum Verkauf wird jedes Instrument ausgestimmt und letzte Feinarbeiten erledigt. Nur so kommt der individuelle Klang in Gänze zur Geltung. Der Unterschied zwischen den modernen Instrumenten und den historischen Instrumenten ist meist der, dass die historischen Instrumente, die wir jetzt bauen, wärmer und runder klingen. Sie sind aus Holz, sie sind anders konstruiert, sind aber auch per se nicht so laut wie ein modernes Instrument, weil die heutigen Instrumente natürlich für riesen Konzertsäle gebaut wurden und die Instrumente der Barockzeit zum Beispiel wurden gebaut für kleinere Räumlichkeiten. Erlernt hat er sein Handwerk in Fulda. Sein Geschäft besteht seit 1992. Doch die Liebe zur Flöte reicht viel länger zurück. Ich habe früher gerne und viel Flöte gespielt und habe mich eigentlich sehr in diesen Klang der Blockflöte und der Traversflöte verliebt. Und es gab damals eigentlich nicht gute Instrumente und dann habe ich als Hobby angefangen, Flöten zu bauen. Und dann war relativ schnell klar, das will ich jetzt beruflich machen. Aus meiner Familie hat das vorher niemand gemacht und dann fand ich das gerade recht, eben auch einen neuen Weg zu gehen. Ein erfolgreicher Weg. Qualität aus Singen wird weltweit geschätzt. Wenn Sie also demnächst in Übersee klassischer Flötenmusik lauschen, besteht durchaus die Chance, dass das Instrument aus Martin Wenners Werkstatt stammt.